Dann alle draußen, ja, und danke für die Angst, dass ihr Pete wiederkommen wollt, so mit Terraria in Farbe und Bunt. So, das war jetzt ziemlich schnell gesagt, weil es ist einiges passiert. Ich habe dreimal das Schotullo-Fick-Ei gefickt und habe jetzt auch alles verkauft, was ich davon getroppt bekommen habe. Deswegen haben wir hier auch gute Kohle. So, dann ist mir als zweites eingefallen, dass wir in irgendeiner total tollen Kiste, noch das hier drin haben. Siegel des Bogenschützen. Ich habe das eine Schwertding unten wieder in die Küste reingetan und habe das rausgenommen. Dadurch haben wir 15% Fernkampfschaden. Das heißt, unsere Mini-Shark ist jetzt um 3 Fernkampfschaden höher. Ja? Aber das ist ja nicht schlecht. Das Problem ist, wir haben jetzt gerade hier keinen Typ, wo wir unsere Waffen verbessern können. Sonst hätten wir unsere Mini-Hai noch und unsere Maxi-Hai besser machen können. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil wir kriegen den Wetten auch so tot. So, wir machen jetzt auch noch gerade hier aus den Kugeln bessere Kugeln. Craften ein Kristallgeschoss. Bam, würde ich sagen. So, jetzt haben wir ordentlich Kristallgeschoss. Schieße ich jetzt auch ordentlich. Ja. Gut, aber wir werden die auf jeden Fall ficken. Keine Angst, das ist alles gut. Diese Tränke für Bogenschütz, dass irgendwie mehr Bogenschaden ist, zählt man ja auch scheinbar nur für Pfeile und nicht für Kugeln. Natürlich auch noch ganz fett gewesen. So, ach, ich würde die echt aufbessern gerne, aber egal jetzt. So, wir können uns aber auch gerade noch, ich habe auch hier unten gerade beim Sammeln von noch ein paar hier, von den Kristallen auch noch hier Sehen des Lichts paar gekriegt. Da können wir uns jetzt auch noch schön ein mechanisches Auge machen. Eigentlich. Was fehlt mir? 3 von diesen blöden Linsen. Gib mal her die 14 Linsen gerade, damit wir noch hier schön noch ein zweites Auge machen können. Da war doch gerade eins. So, und wir sehen können, dass wir das auf jeden Fall schaffen. So, jetzt gehen wir auch schnell hoch. Und gucken, ob es gerade Nacht geworden ist. Es wird gerade Nacht. So, jetzt stehen wir hier oben. Jetzt chillen wir hier oben unser Leben. Jetzt müssen wir schlau überlegen. Das da drauf, das da drauf, das da drauf, das da drauf, das da drauf. Und heftig Schaden durch einen scheiß Verderber kassieren. Dankeschön, Verderber. Du bist behindert. Geh sterben. So, Schabadabam, Schabadabam, haben wir. Obsidian-Schild habe ich ausgezogen. Ich habe jetzt das an. Haben wir trotzdem die 3 Abwehr, da haben 49 Abwehr trotzdem. Alles gut. Auch jetzt, alter Pferd, der aber nervt mich jetzt nicht. Hier. Ah, cool. So, können wir jetzt endlich rufen? Nein, noch nicht. Haben wir noch irgendwas Interessantes dabei? Nö. Nicht. Ich hoffe, es gleich wird es nach, weil dann können wir direkt am Anfang starten und können die scheiß Augen besiegen. Ba, ba, da, ba, da. Komm jetzt. Ein bisschen hier Licht machen. Zack, zack, zack. Dann müssen wir eigentlich einfach so machen, bevor die kommen. Kriegen die dadurch nochmal schön Schaden, ey. So. Kommt jetzt. Ne, das Buch mache ich am Anfang drauf. Das gibt, glaube ich, ordentlich. Och, jetzt komm, es ist doch schon Nacht, Mann. Nur was trinken nebenbei. Oh. Der Blutmund steigt auf, super. Alter, wie schnell bist du da? Ich spawne direkt. Hallo. So, wir machen ihn auf jeden Fall jetzt fertig. Macht euch keinen Kopf. Den Spezialist. Zack, 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 zack. Ja, genau, fahr von mir weg, ist alles gut. Ich hüpfe wie Super Mario über deine Bring, über deine Dinger drüber. Alles gut hier. Oh, jetzt hier, komm. Oh nein, der ist schon böse geworden. Der ist schon böse geworden. Komm. Spezialisten. Stirb, komm. Scheiße, sind gestorben. Jetzt ganz schnell, der ist nämlich ziemlich schnell. Ja, heil mich einfach. Scheiß drauf, komm. Schnell. Wo seid ihr? Da. Das ist der Retinaser, ey. Retinaser, ja. Krieg Schaden. Nee, dann auch gut Schaden bekommen. Nur, wo ist der andere Idiot? Ist der einfach schon tot, oder was? Irgendwie haben wir schon. Boah, geh weg, Geisterrüstung. Verpiss dich. Ja, irgendwie ist der andere. Ist der schon tot? Oder was geht hier ab? Ist schon gekillt? Nee, aber eigentlich nicht. Oh mein Gott, jetzt kommt dieses mega Laser-Auge hier.
Keine Ahnung, wo der Reddy der andere Spasti ist, aber ich glaube, der ist schon gestorben. Jetzt komm. Ja, mir ist ziemlich egal, du machst mir nur 11 Schaden, das juckt mich nicht. Die Geisterrüstung wäre nur scheiße, wenn die meine Rüstung am Arsch war. Komm, Retinator, geh jetzt kaputt, du nervst. Ja, genau, bleib so. Das ist gut. Wie viel Schaden der einfach kriegt durch diese billige Gunne. Komm. Ich kann jetzt sterben. Komm, sterb, sterb, sterb. Ich kann mich gerade irgendwie nicht bewegen. Jetzt bewege ich mich wieder. Okay. Jetzt ganz schnell zu der Tuse. Heilen und nach oben fliegen. Da ist es doch. Jetzt sterb. Sterb, komm. Sterb. Es reicht, ihr scheiß Zwillinge hier, ihr Twins, kommt her. Komm her, ja, ja. Du hältst zu viel aus, reg mich grad ein bisschen auf. Zack, 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 Milgott, Zauberbuch hier. Oh, jetzt komm, egal. Wir haben noch genug Zeit, ich muss ihn noch ein. Boah, scheiße, wie schnell der schießt. Ey, ey, lass mich oben auf meine Plattform. Jetzt komm, ich bleib einfach hier stehen, komm, sterb jetzt. Stirb! Komm. Ja, genau, sterb über mir, dann krieg ich den Loot. Oh, sehr gut. Nein, hat der andere das jetzt getroppt? Was sind die sehen da oben? Oh, gut. Gut ist das. Ja, speicher mal, das ist gut. So, das waren die Zwillinge, meine lieben Leute. So schwer waren sie jetzt nicht. Jetzt haben wir den gekriegt. 28 Sehen der Einsicht. Geil. So, direkt mal gucken, wenn wir den Run craften können. Und einen fetten Daumen hoch. Was ist das? Goldene Clown? Leute, das ist ein bisschen scheiß Gegner, ey. Clown. Schon nicht vorher gesehen, okay. So. Och, Alter. Wer hat mein Haus hier kaputt? Warte mal. Ist das der Gegner, wo jemand geschrieben hat, dass es einen scheiß Gegner gibt, der gerne mit den Bomben rumwirft? War das der? Kleine Missgestalt, der hat mein Bett kaputt gemacht. Ey. Jetzt kommt hier noch Flügelschleim. Ja, nichts Besseres zu tun, gell? Flügelschleim, ha? Als hier rumzusitzen. Fick dich. Oh, das Wort, da geht's noch gut. So. Kali, du hast mir echt den Arsch gerettet. Danke dir. Jetzt gehe ich aber schnell hier auf. Nee. Nee. Ach so, mein Guide ist tot. Haha, ja, das ist ja sehr lustig. Gerne machen wir das so. Nein. Erhältliche. Ja, das ist natürlich sehr cool, dass unser Guide jetzt tot ist und wir jetzt nicht nachgucken können, was wir daraus machen können. Es ist natürlich super. Ich guck mal, irgendwie, warte mal. Wir nehmen mal irgendwelche Dunkelheitsseelen und so ein Scheiß, da kann man doch bestimmt irgendwas ausmachen. Tut mir leid, dass das jetzt so scheiße gerade ist hier. Zappelloni, Zappelloni. So. Wilde der Nacht. So. Ja, das ist auch kacke, das ist ja geiles Tod. Jetzt können wir ja nicht gucken, was wir hier machen können, ey. Das ist ja ein extremer Abfucker. Komm, sterb. So, können wir jetzt daraus irgendwas machen? Kommt der Guide wieder? Komm, irgendwas können wir daraus machen. Ich hab... LOL, ich hab eine Fessel mit 4 Schaden gekriegt. Wie geil. Wir brauchen jetzt andere Sachen. Die haben wir jetzt. Och, Alter, Monstergeist, geh mir nicht auf die Eier. Geh hier irgendjemand anderen nerven. Naja, wir können das... Ach, lol, mechanischen Wurm können wir machen. Auch nicht schlecht. Nein, warte mal. Da waren hier diese komischen da, diese Wurmzahn. Ich glaube, darauf können wir diese Kackdinger machen. Diese starken Kugeln. Können wir was anderes machen? Eine Badewanne, eine Toilette. Nö, ansonsten nichts. Oh Mann. Scheiße, dass der Guide nicht da ist, aber ich werde dann die nächste Folge auf jeden Fall da aufnehmen, wenn der Guide wieder da ist. Dann können wir gucken, was wir daraus craften können. Ich werde wieder irgendeinen geilen Scheiß und dann klappt das. Aber würde ich mit dem Part schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch bis zum Himmel, schön kommentieren. Nochmals auch die Frage für diesen dritten neuen Endfeind gedönt, dass ihr da wirklich reinschreibt, was, nicht spoilern vielleicht, wer das genau ist, aber irgendwelche Tipps geben, welche Waffe dagegen gut ist und was ich beachten oder zu so beachten habe.
Und ja, wenn ich das Video aber auch ganz, ganz zurück mache, könnt ihr euch auch abonnieren und das Video teilen, meine Facebook-Page oder meine YouTube-Page, auf Facebook, auf allen Scheißseiten, frag mich nicht, auf deinemuttervz.de könnt ihr es teilen, das wird mir auf jeden Fall helfen und ihr würdet mich da auch durch Fett unterstützen oder erzählt euren Freunden, macht was ihr wollt. Also würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Kontmonsoel.